wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Das ist so bescheuert. Das ist doch niemals ein echter Sponsor. Soll ich das wirklich vorlesen? Ach, na gut. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen gesponsert von Kreuzpolitur. Oh, wow. Was ist das denn bitte schön für ein dickes, strahlendes Kreuz? Kreuzpolitur macht Messdiener seit 150 Jahren glücklich. Gut, hätten wir das auch wieder. Ja, klar, dass wir hier schöne Fantasiewerbung haben, aber im echten Leben nicht. Also, schön ja. Kreis. Gut. Schön. Ja, ja, toll. Ich hab's nicht ausgesprochen. Nö, aber ich habe aufgeschrieben. Also, ja, der Mann, der immer die kranken Ansagen erfindet, es ist Kreis. Ah, okay. So, was haben wir hier? Hier steht, der Geist scheint nur auf Leute zu antworten, die allein sind. Das heißt, du gehst rein und ich schaue hier zu. Warum? Wir haben darüber gesprochen, dass ich derjenige bin, der diese teure, wichtige, mega geile, hochprofessionelle Ausrüstung sponsert. Und deswegen darf ich nie sterben. Aber du schon. Wir gehen da gemeinsam rein. Soll ich noch eine Kamera oder so mitnehmen? Eins kann ich noch mitnehmen, eine Sache. Wie wär's mit so einem Buch? Ein Buch wäre gut. Okay, nehmen wir ein Buch mit. Und ein Fotoapparillo. Ne, kann ich nicht. Eine Sache konnte ich noch mitnehmen. Nimm ein Buch. Da sind wir wieder, die Tanglewood Street. Da haben wir kein Glück, sag ich dir. Ich werd getanglewoodet, von hinten. Steven Martin, kannst du uns hören? Ich dachte, man soll seinen Namen nicht sagen. Aber ein bisschen halt. Er muss ja auch wissen, dass er gemeint ist. Woher soll der das denn wissen? Du gehst da rein und schreist, kannst du uns hören? Was denkst du, wie viele Geister hier eventuell leben? Hm? Naja, vielleicht seine... Oh, hier geht's runter in den Keller. Deine Boyhood? Gib okay. uns ein Zeichen, Steven Martin. Bist du hier? Bist du ein Junge? Was war das für ein Geräusch gerade? Ich habe einen Schlüssel eingepickt. Oh, hast du gehört? Ist das? Ach, das ist dein Gerät. Ja, aber eben gerade hat es oben geknarzt. Okay, wir haben hier 20 Grad, 16 Grad, 18 Grad. Steven Martin, wurdest du gestepmarmt? Oh, da steckt jemand im Trockner fest. Irgendwas? Die Garage? Le Garage? Le Garage, 17 Grad, 18 Grad, hier liegt das Brett. Oh, aber nicht anfassen. Du musst es einmal aktivieren, dann stellst du eine Frage. Warte, ich aktiviere es. Kannst du es aktivieren? Maustaste, oder? Jetzt. Bist du hier? Steven Martin, kannst du uns hören? Vielleicht muss man das in dem Raum benutzen, wo er ist. Oder so. Ja, aber man kann es nicht mitnehmen. Klar kann man es mitnehmen. Nein. Oh, doch geht. Aber mein Bliebser, mein Geisterbliebser 7000. In der Schwand Edition. Ich habe notfalls noch ein Thermometer. Das ist ja auch nicht schlecht. Okay, wir müssen erstmal einen Raum finden mit 10 Grad. Vielleicht der Keller. Ich meine, das ist immer schön feucht und kalt. Kalt-feucht, Keller? Gib uns ein Zeichen. Hat da gerade jemand gefurzt? Ich, Entschuldigung. Tut mir leid, das ist passiert. Und, was sagt die Temperatur? Nee, 19 Grad, 16 Grad. Klebt mir hier so ein Fliegenkleber im Gesicht. Steven Martin, gib uns ein Zeichen. Er spricht aber auch nur dann, wenn wir alleine mit ihm sind, ne? Ja, deswegen sage ich ja. Da furzt doch irgendjemand. Sind die Treppen. Ja, die Treppen. Sind die Treppen. Warum riechen die Treppen dann so merkwürdig? Ja, weil dein Hund drauf gekackt hat. Hier drin? 19 Grad. 18, 17 Grad. Ne, hier im Kinderzimmer ist auch nichts. Im Badezimmer vielleicht? Huh! Licht ist ausgegangen. Oh. Du oben? Ich bin unten. Okay, wir müssen schnell wieder Licht anmachen. Gib uns ein Zeichen. Kannst du uns hören? Was willst du von uns? Okay, Licht ist an. Also auf dem Spermomax 4000 habe ich bis jetzt noch nichts.
Ich habe auch auf dem Temperaturspreizer 26 habe ich nichts. Hätte vielleicht den 27er mitnehmen sollen. Ich habe dir gesagt, das ist eine klare Aufgabe für einen 27er. Ja, aber der 26er, der hat sich so lange bewährt. Hier geht's gar nicht nach oben mehr, ne? Manchmal geht's aber hier gibt's noch Räume. Temperaturcheck. Temperatur hier drin 16, 18, 16, 17. Wie sieht's hier aus im Kinderzimmer? Das ist doch schon ein Jugendzimmer hier, ne? 18 Grad, 16. Wir haben nichts, wir haben wirklich nichts. Okay, warte mal, ich mach mal hier eine Kamera hin. Ich geh mal in den Geistervan. Ich geh rüber in den Geistertruck. Wie du läufst, wenn du nichts in der Hand hast, so, oh, ich bin lässig. Guck mal, mir regnet's in den Mund. Oh, wir hatten aber hier eine harte Aktivität. Eine Achter. Echt, eine Achter? Eine Achter-Aktivität. Die läuft sogar aktuell noch, die Achter. Siehst du irgendwas auf der Kamera? Ich sehe gar nichts. Scheint sehr schüchtern zu sein. Okay, ich gehe alleine rein. Er redet ja nur, wenn ich alleine bin. Okay, es gibt Fluktuationen, aber... Steven Martin. Okay, ich warte im LKW. Gib uns ein Zeichen. Ich behalte hier die... Ich habe was gehört. Aber Aktivität geht runter auf Null. Sprich zu uns. Was war das? Weiß ich nicht. Oh, oh mein Gott, ich habe einen Fünfer. Ich habe einen Fünfer Messwert hier drin. Vierer Aktivität hier draußen. Ich habe da drin einen Fünfer Messwert. Ich mache die Nachtsicht an, aber ich sehe nichts, weil zu hell. Steven Martin. Okay, wir sind immer noch bei einer Fünfer. Ne, jetzt geht's runter. Eins Aktivität. Gib uns ein Zeichen. Eins Aktivität, zwei. Oh mein Gott, ich höre was, ich höre was, ich höre was. Brauchst du Hilfe? Oh mein Gott, hier geht's rund. Ich höre Schritte, ich höre Knatschen, ich höre... Okay, Aktivität ist auf eins. Er macht an den Lichtern irgend so ein Kram. Er macht Lichterzeugs. Die Lichter flackern, die Lichter flackern. Was willst du von uns? Soll ich das Buch reinbringen? Ich glaube, wir brauchen hier ein Buch. Okay, ich bringe das Buch rein. Wo soll ich es hinlegen? Open the door. Do you speak English? Soll ich es hier in der Mitte auf den Boden legen? Hier war auf jeden Fall Aktivität. Hier hätte ich eine Fünfer. Zweier. Hier ist zwei. Vielleicht mal hier auf den Tisch. Okay. Temperatur ist auf 17, 18 Grad. Muss ja, kann ja auch, wenn es, ich weiß nicht, bei Dämonen ist, glaube ich, keine Kälte, oder? Ich glaube nicht, nee. Oh, 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 siehst du das? Ja, ja, ich gehe nach draußen. Warum gehst du jetzt raus? Auch einfach so, ich wollte nur mal gucken. Da war eine Fünfer, da war eine Fünfer. Ich will hier nicht drin sein, ich will hier nicht drin sein. Er ist im Flur, oder? Verdammte Tanglewood Street. Okay, Tanglewood Street, hier ist eine Viereraktivität. Okay, 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 Moment, wir haben Ebene 5 Geist. Wir haben einen Ebene 5 Geist, mein Freund. Woher weißt du das? Na, weil ich 5 auf meinem Blitzer hatte. Und der heißt Ebene 5 Geist, oder was? Ebene 5 Geist. Okay. EMF. Oh, da drin geht Party, da drin geht richtig Party. EMF Ebene 5 haben wir. Okay. Das Warte Buch mal. Liegt drin. Ich leg mal den hier hin. Und hol uns noch eine Kamera. Was sagt meine Gesundheit, meine geistige? Geistige Gesundheit sagt, ist okay. Auf 82, 84. Jetzt Viereraktivität, Vorsicht. Wir haben eine Viereraktivität. Steven Martin. Heute machen wir mal richtig professionell hier. Kein Spaß mehr. Das ist Wo bist Profi du? Wo bist du? Sprich zu mir. Are you a boy? Gib mir ein Zeichen. Ich weiß halt nicht, wenn wir es professionell machen wollen, dann darf ich ja gar nicht mit rein, ne? Weil er redet ja nur alleine. Laut Infos. Warte, 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 ich mach mal hier eine Kamera hin. Wie siehst du das denn? Oh, oh, die flackern schon wieder. Wie er sich da drin rumpelt, Tode flackern. Oh, hier wird geflackert. Ich habe mich ein bisschen eingestuhlt. Warum ist hier das Licht aus? War hier schon immer Licht aus? Ich weiß nicht, wir haben null Aktivität gerade. Gib mir ein Zeichen, Steven Martin. Ich beschwöre dich bei den Mächten der Hölle, Steven Martin. Ich hab Kreuzpolitur.
Aber ich habe das Kreuz. Das haben die mir beim Priesterseminar aber nicht beigebracht. Okay, ich sehe hier aber nichts auf der Kamera außer dich. Okay, ich komme wieder rein, oder? Wir haben gerade keine Aktivität. Okay, wird's aber auch nirgendwo kalt oder so. Hast du ein Thermo? Say your name. Sag deinen Namen. Nichts erkannt. Okay, wir haben noch das Brett. Vielleicht müssen wir irgendwas mit dem Brett machen. Bist du in diesem Raum? Ich nehme mal das Brett mit. Ich glaube, er ist in diesem Zimmer hier. In welchem Zimmer hier? Ich weiß nicht, ich habe im Wohnzimmer gesagt, bist du in diesem Raum, da hat das Licht geflackert. Okay. Okay. Ich leg mal hier was hin. Kann ich das nicht hier droppen? Okay. Okay. Gib uns ein Zeichen! Wurdest du ermordet? Keine Reaktion. Nee. Wie alt bist du? Oh, es bewegt sich. 3. Oh mein Gott. 38. Okay, shit. Okay. Wir müssen hier irgendwo die Kamera in die Ecke stellen, oder? Okay, wir brauchen die Kamera irgendwo hier in der Ecke. Ich hol die jetzt. Hier liegt doch einer auf dem Boden. Was war das? Keine Ahnung, hier ist irgendwo eine Tür zugegangen. Ich gehe kurz in den LKW. Nein, bleib hier! Wir müssen zusammenbleiben! Okay, warte, ich mach hier die Kamera hin. Ich gehe raus und kontrolliere jetzt die Kamera. Bist du freundlich? Frag, ob er ermordet wurde. Wurdest du ermordet? Oh mein Gott, wir hatten... Alter, er hat uns auf dem Diagramm hier hat uns einen Mittelfinger gezeigt. Und zwar ein 8er Mittelfinger. Okay. Sollen wir helfen? Keine Geisterkugeln, nichts. Im Badezimmer ist wieder so eine leichte Diashow. Irgendwas will er im Badezimmer. Oh, hier hat das Licht gerade wieder geblitzt. Können wir dir helfen? Oh, das Brett ist ausgegangen. Oh mein Gott. Er wird böse. Ich glaube, er wird böse. In der Küche ist es, hat das Licht geflackert. Okay. Nicht die Nerven verlieren. Wurdest du ermordet? Steven Martin. Wurdest Können wir dir helfen? Gib uns ein Zeichen, Steven Martin. Oh mein Gott. Was willst du von uns? Was war das? Keine Ahnung. Hat jemand ein Ei gelegt. Bist du ein Mädchen? Was ist das? Licht ist aus. Are you a boy? Er hat doch gerade auch auf die deutsche Frage geantwortet. Bist du ein Junge? Gibt's das Reacherboard als Beweismittel? Bist du ein Mann? Er hat das Board wieder ausgemacht. Wir müssen Licht anmachen. Bleib hier drin. Achso, ich wollte kurz zum LKW in die Kamera gucken. Aktivität. Oh Gott, was? Oh mein Gott! Ich wurde hier angeknurrt. Aber es ist nur eine 4er Aktivität. Ja, aber es war ein 8er Knurren. Auf 13er Basis. Alter, hier geht's hier gerade vor die Lightshow. Er hat zugemacht. Ich sehe nur deine Füße. Oh Gott, er dreht durch. Hilfe, mach die Tür auf. Ich kann nicht. Oh, hilf mir. 10. Hol mich hier raus. Das ist eine dicke 10. Hol mich doch raus, mach die Tür auf. Wie denn? Es geht nicht, die Tür ist zu. Hol mich raus. Tür ist zu. Bitte lass mich am Leben. Ich brauche einen Kruzifix. Kannst du meins sehen? Ich kann es dir nicht durchgeben durch die Tür, oder? Okay, Tür geht auf. Lass mich raus, Alter. Oh mein Gott, ich gehe da nie wieder rein. Nein, jetzt bist du dran. Boah, ey, das war eine dicke Aktivität, Junge. Boah, ich bin bei 3%, ich gehe da nie wieder rein.
Nachtsicht. Vielleicht können wir irgendwie Geisterkugeln finden oder so. Aber wir hätten die im Flur auf die Bank stellen sollen. Die, die da auf dem Boden steht, die ist nicht so gut. Was macht der da dran? Ich gehe da nicht mehr rein. Ich bin bei 0%. Ich bin eigentlich geisteskrank. Ich bin offiziell geisteskrank. Ich gehe weiter Bibel verkaufen. 31. Bei dir steigt es jetzt auch wieder ein bisschen. 32. Du bist stabil. Aber ich... Fingerabdrücke hätten wir checken müssen. Komm mal her. Wir haben ja keine Fingerabdrucklampe, natürlich, oder? Haben wir. Oh, mein Licht flackert. Oh nein, die Tür ist zu. Kreis, die Tür ist zu. Oh Gott. Oh Gott. Gib mir die Kamera. Wieso kann ich die Kamera nicht aufheben? Vielleicht bist du voll. Die Tür ist zu. Ich kann nichts sehen. Kreis, du musst da raus. Kreis, du... Ah! Was ist? Ah, okay. Er frisst mich jetzt mitten im Flur. Warum haben wir die Kamera nicht in den Flur gestellt? Oh, ich weiß es nicht. Oh nein. Oh, ich kann ihn sehen. Was ist es denn? Ein alter Mann mit einer Axt. Okay. Oh Mann, die Aktivität war super hoch. Hat er die Tür wieder aufgemacht? Ich wollte die Kamera holen. Der hat mich wieder geopfert. Er geht in den LKW und sagt, Kreis, geh mal rein. Aber ich musste doch eine heiße Schokolade da drin trinken. Ich steck halb im Boden. Nein, nein, da geh ich nicht rein, Alter. Kannst du mir ins Gesicht leuchten? Sehe ich irgendwie anders aus als sonst? Ja, du siehst irgendwie 20 Jahre älter aus. Oh Gott, nee. Ich muss wie raten. Was? Nee? Nee, Alter, nee. Nee. Ich gehe da nicht rein. Ich hab's gerade so rausgeschafft. Ja, okay, fassen wir mal zusammen. Fassen wir mal zusammen, ja? Wir hatten das Brett. Ihr hat auf das Brett reagiert. Kannst du ins Journal noch rein? Ich kann ins Journal, ja. Wir hatten den EMF Ebene 5. Wir hatten keine Gefriertemperaturen. Nee. Ich würde Fingerabdrücke raten, weil er am Reacher-Board gewesen ist. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Ein Dämon reagiert darauf. Also ich hätte Banshee und Revenant bei Fingerabdrücke und EMF. Geisterbox. Müsst halt gucken, ob im Buch ich was. Ich kann nicht nochmal rein. Ich bin zu schwach. Bist auf du, 0, kannst du aufs Buch gucken, als Geist? Oh, weiß ich nicht. Du musst gucken, Alter. Ding ist, ich stecke halt im Boden. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt... Kannst du dich nicht bewegen? Ich bin auf einmal geschrumpft. Der hat mich geschrumpft. Ey, ich kann da nicht rein, ne. Wo haben wir das Buch hingelegt? Auf dem Tisch hier irgendwo, ne? Ja, in dem Kinderzimmer. Hat er was reingeschrieben? Ich weiß nicht, wo das ist. Hier ist nichts. Na, da, wo die Kamera ist. Da, wo die eine Kamera steht. Da, wo die eine Kamera... Wenn du zum Wohnzimmer gehst, links. Im Gang. Okay. Ach so, okay. Und, ist da was? Nee, ich kann nicht drauf gucken, weil's... Kannst du springen? Nee. Ist einfach nur schwarz. Alter, er macht da drin noch eine Lichtshow. Wenn ich da reingehe, bin ich tot. Ja, wenn du auf Null bist oder so, dann sowieso... Ich würde ja gerne mal gucken, ob da irgendwo noch Fingerabdrücke sind. Oh, hier in der Tür sind keine. Ich müsste raten. Ja, lieber Equipment safen dann, oder? Ja, lieber raus. Wir haben ja immerhin noch eine Aufgabe erledigt. Alter, der wollte dich, ne? Na, er ist geil. Er ist blutgeil. Also, Geisterkugeln haben wir keine gesehen. Den 10-Grad-Raum haben wir aber auch nicht gefunden. Nee. Nee, Geisterkugeln keine. Ich rate jetzt mal EMF und Fingerabdrücke. Was ist, wenn ich jetzt ein Revenant? Ich sag Banshee. EMF hatten wir. Fingerabdrücke eventuell. Geisterkugeln haben wir keine gesehen. Buch hat er auch nichts gemacht. Früher hatten wir 100% nicht. Geisterbox hat er auch nicht reagiert. Ich sag Revenant. Versuchen wir es. Gott, mit dir zu arbeiten ist ein Albtraum. Ich werde jedes Mal gefressen. Sei froh, dass du es nicht bist. Ja, aber du warst geistig nicht so instabil wie ich. Ich habe den Witcher gemacht. Ich habe ein Trauma.
Das war ein Shade. Ein Shade? Was ist Shade? Was ist ein Shade? Shady oder was? Slim Shady. Aber hey, ich bin Level 5 geworden, hab noch 40 Tacken bekommen. Alter. Tja. Die Tanglewood Street, ne? Da passieren immer böse Dinge. Oh ja. Da passieren immer sehr, sehr böse Dinge. Lass dich nicht Backdoor Tanglewooden. Gut, Leute, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ja, es ist jedes Mal ein qualvoller Job, aber wir machen ihn für euch und kauft ein bisschen Kreuzpolitur. Bis zum nächsten Mal, Bewertung da lassen und tschüss, wiedersehen.